Henry, es tut mir leid, ich habe wohl die Beherrschung verloren. Ach, guck mal, entschuldigt sich schon automatisch. Von sich aus. Aber auch an mir geht das alles nicht spurlos vorbei. Wolf, erkläre uns doch bitte, wie du zu der Schlussfolgerung kommst, jemand aus unserer Gruppe wäre Serenas Mörder. Da bin ich auch gespannt. Wolf? Gabriela hat mir vorgestern dieses Video zugeschickt. Mal reingucken. Das Böse war so nah. Tayo, warum hast du uns das nicht schon viel früher gesagt? Cedric, das Böse war mir doch so nah. Henry? Für mich deutet das lediglich darauf hin, dass Gabriela die Person kannte, sich also im näheren Umkreis befand. Wenn das stimmt, sind wir jetzt vielleicht alle in Gefahr. Dann könnte es gut sein, dass jemand von uns die Person ebenfalls kennt. Also sind wir uns jetzt einig, dass es niemand aus der Gruppe ist. Nee, das will ich nicht ausschließen. Die Person würde es halt auch nie zugeben, ne? Cedric Henry, du bist doch in der Nähe vom Tatort. Henry, spare dir den Rest, Cedric. Keine gute Idee, das würde mich nur verdächtig machen. Das stimmt. Huch, uns bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten, bis wir an die ersten Infos der Polizei kommen. Nora hat geschrieben. Nora! Huhu, Süßer! Huhu, Süße! Bin wieder at home. Ich gehe aber nicht schlafen, ohne dass du... Mehr gute Nacht, Gastken. Schon mehr besoffen, oder was? Gute Nacht, sagst. Bist du schon wieder betrunken? Solltest du nicht fit sein für den Flug morgen? Gute Nacht. Ich will Ihnen nichts vorwerfen. Das ist doch unsere Herzallerliebste. So nicht, Schatzi. Nur paar Minuten. Meine Freunde meinten, sie lassen mich nicht gehen ohne Abschiedsparty. Aber jetzt habe ich genug von Feiern. Ja, die hat gut reingehauen, ne? Sieht nach einer ordentlichen Party aus. Sonst breche ich der Flugtante morgen vor die Füße. Na, sag mal. Bin schon so gespannt auf dich. Bring dir auch was ganz Dolles mit. Das ist schön. Oh, was ist denn das? Das sieht ja niedlich. Das sieht niedlich aus. Sie gibt sich auf jeden Fall Mühe. Specially for you. Hab so lang gesucht. Ist aber nicht jugendfrei, oh Gott. Nora, ich bin dafür gerade nicht in der Stimmung. Jetzt hast du mich aber neugierig gemacht. Gib mir wenigstens einen Tipp. Oh, Premium, Premium, Premium. Nice. Okay. Wir müssen das unbedingt zusammen ausprobieren. Handschellen oder was? Ich bin gemein, ne? Nicht mehr lange und du darfst eh reinschauen. Ich sollte jetzt wirklich besser schlafen. Ja, das solltest du. Schlaf schön und träum was Süßes. Gute Nacht, Noralein. Mama hat geschrieben. Hallo, mein Schatz. Hallo. Wie geht es dir? Na, geht so, ne? Es tut mir leid, wenn ich dich mit meiner Krankheit noch zusätzlich belaste. Du hast doch mit deinem Studium eh schon so viel um die Ohren. Ach Mama, wie es mir geht, ist doch im Moment völlig egal. Du bist jetzt viel wichtiger als mein Studium. Alles gut, Mama, ich bekomme das schon irgendwie hin. Gar nicht verbessert? Gleich müsste der Tag vorbei sein, ne? Das ist lieb von dir. Ich habe bis jetzt geschlafen, aber gerade sind die Kopfschmerzen sehr stark. Papa ist immer noch bei Markus.
Seit dem Befund hat er nichts anderes gemacht, als nach Therapien zu suchen. Naja, wer hat alles dafür tun, ne? Beziehungsweise dagegen, gegen die Krankheit. Oft frage ich mich, wie ich so einen tollen Mann verdient habe. Den hast du auf jeden Fall verdient. Schau mal, was er mir heimlich ins Bett gelegt hat. Och, das ist ja niedlich. Och, cool. Oh. Es lag ein Zettel dabei. Damit du nicht alleine bist, während ich weg bin. Wie süß. Paps ist einfach der Beste. Ihr seid echt so ein tolles Team. Unsere Familie lässt sich von sowas nicht unterkriegen. Ach, das ist schon süß. Das sehe ich auch so. Und wir werden das überstehen, Mama und Papa. Ich werde jetzt noch eine Schmerztablette nehmen und versuche noch etwas zu schlafen. Gute Nacht, Mama. Melde dich bitte morgen früh. Schreib mir, wenn du mich brauchst. Das wird sie auch sowieso tun, denke ich mal, weil wir es auch schon mal erwähnt haben. Gute Nacht, Schatz. Bist du noch wach? Oh, jetzt kommt Lea schon wieder. Ja, wie geht es dir, Lea? Freut mich, dass du dich meldest. Was möchtest du nicht sagen? Kann ich immer nur gemein sein zu ihr eigentlich, ne? Bin fassungslos. Das ist die Schraube auch manchmal. Ruby, ich hab's eben erst erfahren. Oh Gott, bei Ruby bist du erst. Ich kann gar nicht glauben, dass sie Selbstmord begangen hat. Ich kenne sie nur als lebensfrohen Menschen. Also war sie wirklich? Ich konnte es auch nicht fassen. Die Schraube auch nicht. Du kanntest sie doch kaum. Es ist so schrecklich. Das ist jetzt die dritte Person, die in kurzer Zeit gestorben ist. Das ist merkwürdig, ja. Warte mal kurz. Es klingelt an der Tür. Oh, oh. Bitte nicht. Bitte jetzt nicht irgendwas Komisches. Hallo? Eigenartig. Was denn? Hallo? Hallo? Es stand ein seltsames Paket vor der Tür. Aber weit und breit niemand zu sehen. Oh weh. Was ist denn das? Jetzt wird Lea auch noch mit rein Ja, super, sie wird auch noch mit rein gezogen. Das kommt definitiv nicht von Amazon. Nee, das glaube ich auch nicht. Sicher, dass du nichts bestellt hast? Schau doch mal, was drin ist. Irgendwas sagt mir, du sollst die Finger davon lassen. Da hat sich hoffentlich bloß jemand einen Scherz erlaubt. Warte kurz, ich öffne es schnell. Oh Gott, lass es auch... Nein, nicht, dass das gleich, dass da gleich eine Bombe hochgeht oder so. Tja, das meine ich doch auch. Helmut Strasser, du hast dein Video erhalten. Oh nein, hat er jetzt die Überwachungskameras? Scheiße. Da ist doch jemand drauf dann, oder? Nicht gut. Gar nicht gut. Er hat uns was geschickt. Mal gucken. Und er ist schon wieder rausgegangen direkt. Dreimal in 5 Tagen. Musste ich Familien sagen, dass ihre Liebsten gestorben sind. Dreimal in 5 Tagen musste ich mir eingestehen, dass ich noch keine Lösung für diesen Fall habe. Und zum 3. Mal in 5 Tagen werdet ihr jetzt hier in der Wache antanzen. Ich erwarte euch in 1 Stunde. Ach, halt den Sabbel. Er hat was anscheinend gefunden, habe ich die Befürchtung. Ich verstehe das nicht. Was denn nicht? Das Paket ist komplett leer. Lea, das ist aber echt seltsam. Und du hast wirklich niemanden gesehen? Steht vielleicht irgendwo ein Absender drauf?
Ja, irgendwas, vielleicht ist irgendein Hinweis da draußen dran, dass das wie gekritzelt. Nein, habe ich natürlich als erstes geschaut. Nichts. Aha. Es wird schon, ja, ganz, ganz toller, ja. Das hat ein bisschen geblendet irgendwie. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Plötzlich ist der Strom ausgefallen. Ich suche mal schnell eine Taschenlampe und gehe zum Sicherungskasten. Melde mich gleich wieder. Moment. So, Tayo, das hat mir der Strasser eben geschickt. Ja gut, das kennen wir ja, ne? Ich gehe trotzdem mal drauf. Dreimal in fünf Tagen musste ich Familien sagen, dass ihre Liebsten gestorben sind. Echt? Dreimal? Ja, geht aber noch was. Dass ich noch keine Lösung für diesen Fall habe. Oh, ist aber schade. Zum dritten Mal in fünf Tagen werdet ihr jetzt hier in der Wache antreten. Na dann, bis gleich. Ich warte euch in einer Stunde. Ich bring Kaffee mit. Okay, habe ich auch bekommen. Yannick Cedridito, das hat er uns wohl eingeschickt. So spät noch, das kann jetzt nicht wahr sein. Zum dritten Mal muss ich. Das hat er uns eingeschickt, ne? Um die Zeit noch. Chiara, ich habe kein gutes Gefühl dabei, jetzt auf die Wache zu gehen. Immerhin sind wir erst vor ein paar Stunden dort eingebrochen. Ja. Cedric, geht mir nicht anders, Chiara. Tayo, Leute, wir sollten das als Chance sehen. Chiara, als Chance? Ja, überleg doch mal. Das Video von Jonathan entlastet uns. Wir haben alle ein Alibi. Schließlich waren wir alle zu diesem Zeitpunkt zu Hause. Wir haben Aufnahmen, die eindeutig Geistererscheinungen zeigen. Und laut Emilia sieht Strasser selbst unerklärliche Dinge. Wir sollten endlich versuchen, den Strasser auf unsere Seite zu ziehen. Sollte uns das gelingen, steigen unsere Chancen, Serenas Mord aufzuklären. Strasser ist ein Sturkopf, der würde uns niemals helfen. Wir haben sowieso nichts zu verlieren. Naja, das ist eigentlich schon ganz gut dann. Wenn das klappen würde, ne? Henry, es ist immer besser, Gesetzeshüter auf seiner Seite zu haben. Das gilt übrigens auch für ehemalige Gesetzeshüter wie mich. Ah ja. Norma? Henry ist immer noch ein wenig eingeschnapst. Kleines Wortspiel. Aber keine Sorge, ich öffne uns jetzt erst einmal einen schönen Merlot. Na, dann guten Durst. Und bis ihr vom Verhör zurück seid, hat Henry euch verziehen. Ich sorge dafür. Ich drücke euch die Daumen und meldet euch bitte nach dem Verhör bei uns. Lea, so, ich war im Sicherungskasten. Der Hauptschalter und alle anderen Sicherungen scheinen okay. Die Stadtwerke schicken leider erst morgen früh jemanden vorbei. Mir ist gerade echt mulmig zumute. Warte mal. Oh oh. Wie ist das denn jetzt möglich? Das Festnetztelefon klingelt. Ja, das ist ein bisschen strange. Jetzt sind die Geister auch bei ihr anscheinend. Lea, was ist passiert? Bitte melde dich. Ja, was passiert ist, haben wir ja gesehen. Bitte melde dich. Lea?
Oh nein, ist sie jetzt auch tot? Oh, sie schreibt. Fuck, war das unheimlich. Da war nur so ein seltsames Flüstern zu hören. Habe aber kein Wort verstanden. Als ich abgehoben habe, war ich wie in Trance. Konnte einfach nicht auflegen. Warum hebst du da überhaupt ab? Ich bekomme dieses Flüstern einfach nicht mehr aus dem Kopf. Mein ganzer Körper zittert und ich fühle mich so schwach. Lea, komm lieber zu uns oder so, zu mir. Ich schlafe heute Nacht bei meinen Eltern, ja, oder so. Hier bekomme ich definitiv kein Auge zu. Was ist heute passiert? Tag 5. Mama geht es nicht gut, sie leidet seit Tagen unter Kopfschmerzen. Die Ärzte stellten eine schreckliche Diagnose. Mama hat einen Tumor. Wir können nur beten, dass es sich um einen gutartigen handelt. Nora hat sich gemeldet, sie ist ab morgen in Deutschland. Bald steht unser Filmabend/Date an. Lea ist am Boden zerstört, da ich für unsere Beziehung keine Chance sehe. Ich würde gerne nochmal eine Runde spielen, wo wir ihr die Chance geben. Doch ich konnte mich kaum auf die beiden konzentrieren, denn endlich hatten wir neue Hinweise zu Serenas Tod. Wir haben herausgefunden, dass Dr. Leitner eine Affäre mit Serena hatte. Chiara beichtete uns, dass sie ebenfalls in einer Beziehung mit ihm war. Wir stellten uns die Frage, hat Dr. Leitner Serena getötet? Doch nachdem Serena seine Unschuld bewiesen hatte, mussten wir nach anderen Hinweisen suchen. Zusammen mit Emilia Strasser und Chiara und Cedric in die Asservatenkammer der Polizei eingebrochen. Über die Fallakte zu Serenas Tod bekamen wir ein weiteres Indiz. Serena und ihren damaligen Freund trennte ein großer Altersunterschied. Was für Wolf jedoch auch zu Jonathan passte und ihn zu seinem Hauptverdächtigen machte. Wolf hat deshalb Jonathans Handy gehackt und darauf einen mysteriösen Chatverlauf entdeckt. Wir mussten nun davon ausgehen, dass Jonathan in Serenas Tod verstrickt war. Bis Jonathan während eines Videoanrufs panisch erzählte, er hätte ihren wahren Mörder gefunden, doch das wurde ihm zum Verhängnis. Jonathan ist tot. Wer auch immer Serena ermordet hat, er ist nun auch hinter uns allen her. Tag 6. Noch 2 Tage zu leben. Chiara, hey Sebastian, sehe gerade, dass du auch schon on bist. Ich muss dir etwas erzählen. Du kennst doch den Spruch. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Es geht um Cedric. Oh, oh, oh. Im Grunde um Cedric und mich. Um Cedric und dich. Ich ahne schon, was jetzt kommt. Jetzt bin ich mal gespannt. Habt ihr euch gedatet? Habt ihr euch gedatet? Na, 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 na. Komm, 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 komm. Okay, ich glaube ja. Ich weiß übrigens, dass Cedric sich dir anvertraut hat. Na, dann sag, rück raus jetzt. Spann mich nicht so auf die Folter. Wo fange ich am besten an? Nach dem Verhör gestern Abend bin ich noch mit zu Cedric gefahren. Er hatte etwas auf dem Herzen, was er mir unbedingt sagen wollte. Dass er auf mich steht, ist ja kein großes Geheimnis. Aber du kennst Cedric, der Typ ist ein Macho. Ich dachte immer, ihm geht's nur drum, mich ins Bett zu kriegen.
Aber gestern hat er mir seine Gefühle offenbart. Dass er wirklich in mich verliebt ist und es ernst meint. Das ist doch schön. Du kannst dir nicht vorstellen, wie verblüfft ich war, das von ihm zu hören. Und wie sieht es von deiner Seite aus? Glaub mir, ich war genauso erstaunt wie du. Er hätte dir das schon viel früher beichten sollen. Keine Vorwürfe machen. Ich muss mich mal kurz... ich musste mich mal kurz ein bisschen anders hinsetzen. Ich hoffe, ich habe das Handy nicht geschüttelt. Nee, sonst wäre die Aufnahme jetzt beendet. Ich habe mich sehr wohl mit ihm gefühlt. Ich hatte die ganze Zeit ein falsches Bild von ihm. Wir haben die ganze Nacht geredet und es war einfach nur schön. Das ganze Gespräch war irgendwie so vertraut. Ich hoffe, keiner stirbt von euch beiden. Und weißt du was, seit gestern habe ich ein totales Kribbeln im Bauch. Oh, ehrlich gesagt kann ich mir sogar etwas Ernstes mit Cedric vorstellen. Oh, das sind doch mal gute Neuigkeiten. Endlich mal schöne Nachrichten. Sollten wir das hier überstehen? Du und Cedric, wer hätte das gedacht? Ich drücke euch die Daumen. Ihr beide werdet ein tolles Paar. Ui, ui, ob das gut geht. Natürlich wollen wir das. Und drücken dem auch die Daumen. Das ist lieb von dir. Und danke, dass du ihn dazu ermutigt hast. Aber bitte nichts davon in die Gruppe. Nein, alles gut. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Das überlasse ich ganz dir. Von mir fährt niemand etwas. Ich habe überlegt, ob ich das erste nehme. Danke, Sebastian. Gern geschehen. Da haben wir doch erfolgreich den Verkuppler gespielt. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass es mit Nora gut läuft. Dass es bei uns selbst auch gut läuft. Ich springe jetzt noch schnell unter die Dusche und mache mich dann auf den Heimweg. Bis später. Bis denn. Aber wir nehmen schon eine Weile auf. Das ist gut. Ich nicht gedacht. Emilia. Hallo Sebastian. Oh, sie ist traurig. Wegen Jonathan bestimmt. Ich habe gerade erst von meinem Vater erfahren, dass es sich bei dem Todesopfer im Wald um Jonathan handelt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wir sind alle wie vor den Kopf gestoßen. Wir müssen herausfinden, wer ihm das angetan hat. Oder hat dein Vater schon irgendeine Spur? Kann ich denn irgendetwas für euch tun? Erzähl uns bitte alles, was dein Vater über die Tat herausgefunden hat. Denkst du, wir schaffen es, dass dein Vater uns hilft? Verdächtigt uns dein Vater immer noch? Nee, ich glaube, das denken sie nicht. Ich hätte zwar nie daran geglaubt, aber die Chancen stehen tatsächlich gut. Echt? Schau dir das bitte mal an. Das mal bitte an. Was ist denn eigentlich bei dem Revier bei rausgekommen, bei dem Besuch? Ich war kurz in seinem Büro und habe in seinen Notizen Folgendes gefunden. Oha, da steht aber einiges drauf. Notizen. Da sind die Infos über das Verhör. Das gestrige Verhör mit den Kommilitonen des verstorbenen Jonathan Müller wirft ein neues Licht auf meine bisherige Sichtweise. Das mir gezeigte Videomaterial lässt darauf schließen, dass die Studenten möglicherweise die Wahrheit sagen. Ich habe ansonsten keine plausible Erklärung für diese übernatürlichen Phänomene. Aus diesem Grund ziehe ich endgültig in Betracht, dass es sich auch bei mir um keine Sinnestäuschung handelt. Zu dem gestrigen Mord an Jonathan gibt es noch keine konkreten Anhaltspunkte bezüglich Täter und Motiv. Ich prüfe im nächsten Schritt mögliche Bezüge zu der polizeiaktlichen Vergangenheit des Todesopfers. Akte Nummer 123W12. Das sind doch auch gute Nachrichten, wenn der jetzt mal wirklich langsam auf unsere Seite kommt. Also glaubt dein Vater uns endlich, Jonathan hatte eine polizeiaktliche Vergangenheit, danke mir, das muss ich direkt der Gruppe zeigen. Das ist doch interessant hier aber. Das hat mich auch gewundert, ich kann dir dazu aber leider noch nicht mehr sagen. Mein Vater ist im Anmarsch. Er weiß zum Glück nichts von unserer Zusammenarbeit. Zusammenarbeit? Bitte halte mich weiterhin auf dem Laufenden.